Also hier soll die Dachsanierung mit einer Top-and-Down-Verlegung gemacht werden, also mit der Dasa Top. Und hier stellt sich die Schwierigkeit, diesen Anschluss hier richtig zu machen, beziehungsweise auch die Sprachen hier entsprechend richtig abzudichten. Wie man hier sieht, im Sprachenbereich in der Kerbe. Und aus diesem Grund hat man sich hier dafür entschieden, das Ganze im Vorfeld mit dem Aerosana Viscon abzusprühen. Also mit dieser sprühbaren Luftdichtung. Wenn man damit ein paar Baustellen macht, vielleicht die erste wird noch ein bisschen gehemmt sein, da wird es ein bisschen länger dauern, aber spätestens bei der zweiten sollte man das Ganze eigentlich drauf haben. Ich meine jetzt hier, ich habe es jetzt eine Stunde lang ausprobiert und nach einer Stunde sieht die Raupe wesentlich besser aus als am Anfang. Ne, das ist auch ersichtlich, aber sonst spätestens nach der zweiten Baustelle hat man das eigentlich drauf. Wenn das dann eingesprüht ist, dann wird die Dasa Top dann in schlaufenförmig verlegt und die wird dann hier an der Schwelle entsprechend angeschlossen. Hier nochmal mit so einer Leiste Lage gesichert und dann wird das Ganze nochmal am Schluss mit dem Aerosana Viscon nochmal übersprüht und somit kriegen wir auch den Anschluss zwischen Schwellen und Ringanker bzw. verputztes Mauerwerk dann luftdicht angeschlossen.